Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Plutch Inc. Evolve, glaube ich, nennt man es. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich hoffe, ich kriege es einigermaßen hin. Ist ja auch nicht so wichtig. Nein, auf alle Fälle, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ja mit dem Bakterium gearbeitet. Ich wollte eigentlich heute schon anfangen mit dem Virus. Nachdem ich es allerdings letztens mit den Übertragungswegen und mit dem Ding, mit der Sterblichkeitsrate von Timing her verkackt habe, habe ich beschlossen, nein, wir machen jetzt nochmal Bakterium. Nur damit wir einmal alles gesehen haben, einmal mit jedem die Welt vernichtet, passt, Bakterium, wir tun wieder alles raus, außer den Metabolic Hijack, eben damit diese roten und orangen Bläschen platzen, eine reine Faulheit wieder. Und damit legen wir los, normal, MH5, passt. Und wie für mich üblich, fangen wir in China in der Nähe des Hafens an. Meine Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Gut, damit läuft's. Ja, ja, poppt die orangen Blasen, das wissen wir eh. Geht ein bisschen schleppend heute. Ja, ja, ich kann meine Dinge nutzen, meine somit weiterentwickeln, das wollen wir eh. Und zwar, letztes Mal habe ich mir hier auf diese Tierübertragung konzentriert. Heute machen wir es mal ganz klassisch, eine reine Übertragung über Luft und Wasser. Und hier erhöhen wir gleich nochmal die Resistenz, also quasi die Schale, dass sie in den Klimazonen zurechtkommt. Ach doch, jetzt geht's langsam los. Schauen wir mal. Vielleicht die Luft auch nochmal hochschrauben. Ja, ja, ich kann diese Tipps zwischendurch, wenn man sie schon auswendig kennt. Am Anfang sind die sehr, sehr praktisch. Wenn man sie allerdings auswendig kennt, sind sie halt lästig, weil sie halt einfach nur aufhalten. Ne? Das war jetzt gerade der Ländertipp, dass ich halt einzelne Länder begutachten kann. Wenn man jetzt quasi auf ein Land klickt, nehmen wir mal Westafrika. Und hier unten sieht man es halt, ist noch alles schön und funktioniert. Hier in China ist dasselbe. Hoppala. Na. Wenn man sich hier anschaut, die Menschheit funktioniert noch. Wir haben ein bisschen eine Infektionsrate. 1582 Infizierte. Naja. Aber das ist ja nur der Anfang. Es wird sich schon noch ändern. Die dänische Mafia wird so mächtig, wie ich verstehe. So, das Wasser, wir brauchen einen noch, ja, da warten wir jetzt schon noch, für den einen fürs Wasser warten wir jetzt schon. Ja, genau, und wir sind ausgebreitet nach Zentralasien und auch mit dem Wasser. Die Luft braucht man dann 17 und für das weiß ich noch nicht, okay, also nochmal 17. Ja, doch, geht auch schön in 100.000er Schritten aufwärts jetzt. Ist Bewegung drin. Mit den Symptomen, ich weiß nicht, was ich heute mache mit den Symptomen. Ich glaube, wir konzentrieren uns heute ein bisschen auf die Blutkrankheiten, mehr oder weniger Blutarmut und ähnliches. Das zentrale Organversagen, das komplette Organversagen wäre zwar gut, aber das ist mir zu einfach. Das komplette Organversagen, das ist halt der absolute High-End-Killer. Wenn wir das nehmen, dass die Sterblichkeitsrate ja dermaßen was von hoch gleich. Was ja logisch ist, zentrales Organversagen, was soll man da groß dazu sagen noch? Komplettes, nicht zentrales, verdammt. Komplettes Organversagen natürlich, ja, und die Medizin. Aber jetzt nochmal die Übertragungswege und als nächstes nehmen wir uns dann die Medizin vor. Dann brauchen wir hierfür dann 20. Ich
schaut's allgemein aus? Ja, Mittelamerika haben wir schon. Europa, Afrika, noch gar nichts, nicht wirklich. Ja, die arabische Halbinsel haben wir. Amerika, ja, es entwickelt sich. Wir haben ja gerade erst angefangen. Wir haben ja noch Oktober 2014. Ah ja, und da haben wir schon wieder die ersten Symptome. Schlaflosigkeit nicht. Erfahrungsgemäß kann ich sagen, ich weiß es nicht warum, wenn man jetzt hat, ja, die Zysten jetzt nicht, aber Hautausschlag oder leichte Übelkeit oder dieses Husten oder auch hier unten die Anämie, das stört anscheinend die Menschheit nicht so sonderlich. Sobald man allerdings anfängt, Schlaflosigkeitssymptome hinzuzufügen, weiß der Geier, warum auch immer, fangen es auf der Stelle an, Gegenmittel zu entwickeln, und ich kann nicht sagen, warum. Also absolut keinen Plan, weshalb. Schlaflosigkeit stört anscheinend mehr als alles andere. Gut. Ah, die Medikamentenresistenz, wie viel braucht die? 12. Brauchen wir noch einen Punkt. Das passt eh. Ja, schon geht's dahin. Und jetzt können wir auch die letzte Übertragung machen. Gut. Indien brauchen wir noch. Wenn wir Indien haben, dann stehst du schon mal eine ganze Ecke weiter vorne, diese Leiste hier unten. Indien und China. Zwei Länder mit der höchsten Bevölkerungsdichte, deswegen ist Indien und China. Die zwei, wenn wir haben, ist gut. Und natürlich das berühmte Grönland und Island wieder mal. Das ist es. Die zwei sind die allerschwierigsten Länder, beziehungsweise nicht die schwierigsten, aber die lästigsten, weil sie einfach so spät anfangen, in die Infektion einzusteigen. Wobei wir jetzt schon mal Island haben, fehlt bloß noch Grönland. Ja, blub, 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 so stelle ich mir das vor. Kommen wir noch da was drauf. Und das auch noch. Jetzt kommen wir überall klar. Dürfte also weder die Hitze noch die Kälte dieser Welt, wenigstens, also weder hier unten noch hier oben dürfte jetzt irgendein Problem sein, dass die Krankheit damit nicht klarkommen dürfte. Ja, Kanada, USA, alles sehr langsam. Tsunami hat die Philippinen erwischt. Ein Tsunami hat Ägypten erwischt, okay. Zysten, diesmal lassen wir das Zysten-Symptom aber. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir vielleicht nochmal einen neuen Übertragungsweg mit dazu nehmen, dass ich sage, wir lassen es über Insekten. Aber. Karibik war die letzten 20% sind noch geheilt, beziehungsweise noch gesund. Jetzt die Frage, setze ich auf Geschwindigkeit oder auf Geduld? Ich glaube, dieses Mal probiere ich es wirklich mit Geduld, und wir lassen, auch wenn es länger dauert, das Ganze langsamer ankommen und sparen uns die DNA-Punkte für, wenn wir es brauchen. Also was gegen die Heilung... Achso, Italien fängt an einem Heilmittel zu arbeiten. Und wir sind auf der internationalen Beobachtungsliste. Achso. Diesmal ist England, die die Forschungsreisen machen, beziehungsweise das Vereinigte Königreich. England ist ja wieder ein eigenes Stück im Vereinigten Königreich. Das sind ja dreierlei. Ah, und sie haben die Flughafen zugemacht. Angola wehrt sich wieder ein bisschen. Zerschweren wir ihnen das gleich einmal ein bisschen und hauen da was drauf.
Okay, Geschwindigkeit immer ein bisschen schneller, damit sich da ein bisschen was vorangeht. Warum Angola so langsam ist? Ich weiß es nicht. Die Bevölkerungsdichte wäre jetzt nicht so... Oh. Ach, wieder die Schlaflosigkeit. Ich will die Schlaflosigkeit nicht. Nein. Aber es wurscht, das einmal noch jetzt die Insekten, nur wegen Angola, die 14 Punkte werden hoffentlich mies Genick nicht brechen. Ja, aber hat funktioniert. Also die, wie gesagt, ich sage, die heißen Länder übertragen über Insekten halt gigantisch. Hoppla, das war der falsche, den müssen wir noch ploppen lassen und ich war zu langsam. Scheiße. Gut, jetzt hauen wir ihnen das nochmal da rein. Zack. Und jetzt geht's mit den Symptomen dahin. Was brauchen wir? 31. Das ist halt auch wieder der Killer dann in die Große. Den Hemagglutinin Shock, also macht halt das Gehirn kaputt, auf gut Deutsch. Das ist der erste Tod in Kasachstan. Und die ganze Welt ist infiziert, sehr gut. Ja, ich bekämpfe die, die Heilmittelforschung, das wissen wir eh. Hier ist die spanische Grippe, ja. Jetzt muss ein bisschen schneller, die Tödlichkeitsrate müsste noch ein bisschen schneller steigen, damit wir uns da dagegen wehren können. Mehr als die Pocken, jetzt geht's los. Jetzt sieht man es. Jetzt steigen hier ganz gewaltig. Eine große, die können wir jetzt lassen. Jetzt sind die Symptome egal, jetzt müssen wir uns bloß noch dagegen wehren, dass die Idioten was entwickeln und das tun wir auch. Und zwar einmal mit hier. Und jetzt zurückschalten, zack, 54. Und die Menschen sterben wie die Fliegen. So soll, das habe ich mir das vorgestellt. Weil es sieht man, umso mehr Menschen sterben, umso mehr verlangsamt sich die ganze Aktion hier unten. Das ist sehr gut. Symptome. Die hat die Nekrose hat es eh von alleine entwickelt. Das ist super, die lassen wir. Dann bekämpfen wir mal rein. Die ganze Aktion hier unten. Auf 60 zurückgestellt. Ja, jetzt ist vorbei, jetzt haben wir gewonnen. Die letzten paar Überlebenden werden also diese 40%, die wir brauchen, damit das Heilmittel fertig werden, nicht mehr schaffen. Er war 5 Gene manipuliert, ja, ja. Oh, man sieht sie, es geht wunderbar. Wenn wir nochmal irgendein Land nehmen, nehmen wir einfach mal China, weil es sich gerade anbietet und wir schauen uns das hier an. 99% tot, wir haben noch 816.000 Lebende, aber wenn man sich hier das Bild anschaut, ist natürlich Ende im Gelände, Chaos, Vernichtung, vorbei, das war's. Da, da, da. Weil es gerade so lustig ist und weil es wurscht ist, können wir die restlichen Punkte noch irgendwie auf die Symptome verteilen, dann nehmen wir halt hier Blutarmut und das und hier nochmal, weil es egal ist. So, das war's, Jungs. 8 Billionen Menschen noch. Es läuft, es läuft, es läuft. Ja, MM5 Destroy Humanity, MM5 Destroy the World, despite the world's best efforts. The last few humans know they are watching the end of history. Ja, wir haben die Menschheit halt zerstört, die letzten Überlebenden sind krank und siechen noch vor sich hin, die können also nichts mehr machen, jetzt ist der Kass bissen, das war's. So, 0, zack, das war's, MM5 certainly eliminated all life on Earth, wir haben's geschafft. Ein bisschen wenig Punkte natürlich, weil ich sehr leicht gespielt habe und weil es einfach ein bisschen lang gedauert hat. Innerhalb von 797 Tagen haben wir die Welt vernichtet. Einen komplexen Gencode haben wir. Ja, genau. So sieht's aus. Gut, dann war es mir eine Freude, dass ihr mit dabei wart. Wir haben mit dem Bakterium die ganze Welt ausgelöscht. Und in der nächsten Folge gehen wir da mit dem Virus an. Ich hoffe, da schaffe ich es dann aufs erste Mal und muss euch nicht das Ganze nochmal von vorn zeigen.
Gleich kleiner Hinweis, jetzt dann fürs nächste Mal, wenn wir mit dem Virus arbeiten, der hat ein paar nette kleine Nebenfähigkeiten. Das heißt, beim Virus ist das Problem, das mutiert einfach schneller, aber das erkläre ich dann, wenn wir es anfangen damit. Gut, das war meine Freude. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao!